Grüezi und herzlich willkommen zum ersten Teil der Serie «Tele Zürich stürmt den Gipfel». Bevor aber der Kilimanjaro-Gipfel gestürmt wird, gehen André Rädbuch und Jan Bühlmann ins SOS-Kinderdorf gerade am Fuß vom Berg in Arusha. Rund 200 Waisenkinder, die im SOS-Kinderdorf in Arusha ein Zuhause gefunden haben, kommen heute von Jan Bühlmann und André Rädbuch einen Besuch über. Thank you for welcoming us. Können Sie sagen, woher wir sind und was wir hier machen? Ja, und dass wir uns freuen, hier zu sein. Doch die beiden sind nicht nur auf Besuch im SOS-Kinderdorf mit dabei, haben sie rund 2 Tonnen Hilfsgüter. Dass das alles im Dorf angekommen ist, freut der Organisator des Charity-Projekts, Reto Steinacher. Vor allem eine grosse Erleichterung war es, als wir eigentlich im Flughafen das Ganze durch den Zoll durchgebracht haben. Das ist schon ein gutes Gefühl. Ich muss sagen, die Kinder sind wirklich herzlich, sie sind offen, sie wollen spielen, sie sind kontaktfreudig und also mir macht es wirklich grossen Spass, mit ihnen zu spielen. Ich war immer, glaube ich, zu gross für das, aber ich probiere es gerade auszugeben mit Tank und jetzt gehen wir zusammen. Doch getrauen will sich der Jan dann gleich nicht recht. Beim Anblick der 2 Mister und der Kind kommt Jenny Pedrini, die Miss Water, ins Schwärmen. Sie machen es wirklich ganz gut. Vielleicht haben sie schon ein bisschen Vatergefühl entwickelt. Und tatsächlich. Das wollte ich schon immer wirklich ein Kind adoptieren. Ich habe es meiner Mutter schon gesagt, als ich irgendwie 11 war. Ich habe gesagt, Mutter, ich will einen schwarzen Bruder oder eine schwarze Schwester. Und als Abschluss des Tages geben die beiden Mister ein Autogramm, das auch ihnen in Erinnerung bleibt. Jetzt geht sie ins Basishotel in Moschi, wo sich die Gruppe am nächsten Morgen für die 6-tägige Bergtour besammelt. Schon längst parat, ihre Reiseführer, der André Reitenbuch. Aber auch die Rucksäcke sind fertig gepackt und die einheimischen Träger stehen bereit. Doch die Gruppe muss sich gedulden. Denn vom offiziell schönsten Mann der Schweiz fällt jede Spur. Endlich trifft er ein, Jan Bühlmann. Als Wiedergutmachung für alle weiblichen Reiseteilnehmerinnen bestreitet er dafür den ersten Wandertag im hautengen Shirt. Willst du einfach deine Muskeln zeigen? Ja, stimmt. Es ist sehr wichtig, dass man eben... Dass man eben auch auf dem Kilimanjaro eine gute Figur macht. Vielleicht hat sich das ja auch sein Vorgänger André gedacht und darum kurzerhand seine Schuhe ausgezogen. Macht das Sinn, dass du keine Schuhe hast? Ist das eine offizielle Frage? Ja. Ich wollte es einfach mal probieren, weil ich sage sicher, ich laufe langsamer. Und wirklich Sinn, ich meine, man ist sportlos geboren, also spielt er nicht so eine Rolle. So geboren, hin oder her, nur wenige Momente später, hat auch der andere wieder seine Trekking-Schuhe an. Das ist mein Lunchbag. Ich bin hungrig, aber nicht noch essen. Morgen bei Tele Zürich stürmt der Gipfel. Der Aufstieg geht weiter. Außerdem sehen Sie, wie André Rädbuch und Jan Bühlmann ihre Nacht verbringen. Ich schlafe etwa nach 3 Sekunden ein und ich schnarche eh am lautesten. Und wie charmant der Ex-Mister Schweiz zu seinen weiblichen Reiseteilnehmerin ist. Ich bin verdammt gerimmelt, das ist noch nie lustig. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder einschalten, wenn es heisst, Tele Zürich stürmt den Gipfel. Unser Ziel, die Spitze des Kilimanjaro, kommt immer näher. Grüezi und herzlich willkommen bei der Serie «Tele Zürich stürmt den Gipfel». Wir sind schon auf rund 3'800 Meter in der Horombenhütte angekommen, haben 2 Wandertage hinter uns, den strengsten Teil, die letzten 2'000 Höhenmeter, die haben wir aber noch vor uns. Aber auch der Aufstieg vom Gate vom Kilimanjaro Nationalpark zu der Horombo-Hütte wäre ohne Träger nur schlecht zu bewältigen. 20 Kilogramm tragen die sogenannten Sherpas jeweils mit sich. Aber nicht nur unser Gepäck, auch das ganze Essen und mehrere Liter Wasser müssen aufgeschleppt werden. Bei einer 30-köpfigen Gruppe müssen darum einen Haufen Leute mit anpacken, erklärt André Rädbuch seiner Gruppe.
Das sind insgesamt ca. 85 Personen. 85 Personen, die dafür sorgen, dass sich Kilimandscharo-Besteiger nur aufs Wandern konzentrieren können. Zum Glück, denn auch ohne Gepäck sind die einen vom Laufen schon genug am Anschlag. Es war recht anstrengend. Also es ist wirklich, ja, der letzte Teil darauf ist happy gewesen. Doch wie sich vor allem auch noch in späteren Etappen wird zeigen, kann Jan Bühlmann, auch wenn er nicht mehr so mag, gut durchbeissen. Zudem wird man für die Strapazen von einer unglaublichen Landschaft belohnt. Auf dem Weg Richtung Gipfel ist die Mutter von André. Als er entschieden hat, eine Gruppe auf den Kilimandscharo zu führen, hat sie sich spontan entschlossen, mitzugehen. Und einen besseren Reiseführer als ihren Sohn kann sie sich sowieso nicht vorstellen. Weil er das mit seiner ruhigen Art macht, so wie er ist. Ruhig und gelassen. Wenn man ihn braucht, hilft er einem. Wenn er in der Nähe ist, dann fühlst du dich einfach sicher, wenn du aus Bergfähren, sage ich zu sein. Hast du das Gefühl, es kann dir einfach nicht passieren, wenn er rum ist? Ein wichtiger Grund für seine Art ist natürlich auch sein Jahr als Mister Schweiz. Der andere ist extrem reifer geworden in dem Mister-Jahr. Aber ich denke, ich wäre auch davor schon mit ihm mit auf der Natur. Aber ich merke es extrem, als er reifer geworden ist. Nach mehreren Stunden Wandern kommt die Gruppe bei ihrem Nachtlager an. Der André ist schon dort und erklärt, wie es weitergeht. Hier könnt ihr euch einschreiben, in diesem Häuschen. Und das ist gerade hinter so. Nein, dem da. Ja, und der Schlafplatz ist ja schon. Schlafplatz heisst in diesem Fall eine dünne Matratze in einem Massenschlag. Wird lustig. Lustig vor allem für die, die neben 20 anderen Personen noch ruhig schlafen können. Sehr gerne Massenschlag. Weil es eine familiäre Atmosphäre ist, das erinnert mich immer so an Skilager. Also ich schnarche sicher nicht, das weiss ich. Und ja, mal schauen, ich hoffe, es schnarchelt nicht niemand anders. Das Gute ist eben, ich schlafe etwa nach 3 Sekunden ein und ich schnarche eh am lautesten. Das kann ja heiter werden, aber bis es ums Schlafen geht, dauert es noch ein paar Stunden. Und während die meisten sich die Zeit mit Jassen vertreiben, schauen die beiden Mister schon mal, was es zu Nacht gibt. Der einheimische Guide Stanley zeigt den beiden die Lagerküche. Oh, smells good. Hello, Jumbo Jumbo. So, what is it gonna be for dinner? Gonna be pasta? For dinner? Yeah. For dinner it's gonna be pasta, yeah, and pancake and sauce. Beef sauce and vegetables. Oh, so like spaghetti something. Yeah. Okay. Die Mahlzeiten für alle Wandergruppen werden da innen zubereitet. Elektrisch gibt es auf dieser Höhe keine. When it's getting dark, we use candle. Okay. Wir brauchen Kerzen. Während dem Tag machen wir Türen auf, damit ein Licht reinkommt und in der Nacht zünden wir Kerzen an. Das ist krass. Du kommst rein, es ist einfach dunkel. Da hocken sie auf diesen Mäuerchen oben und brutzeln irgendetwas zusammen. Das ist wirklich gut. Also ich finde es gar nicht gruselig. Ich finde es wirklich cool, was sie für eine feine Küche wenn aus diesem kleinen Raum rauszaubern. Das ist wirklich also Hut ab vor diesen Köchen, die hier kochen. Und auf 3800 Meter schmecken auch die Teigwaren, auch wenn sie ein bisschen verkocht sind, wie ein Gourmet-Essen. Morgen bei Telezürich stürmt der Gipfel, zeigt sich der Jan Bühlmann von seiner besten Seite und bringt die nächsten 1000 Höhenmeter hinter sich. Man muss eigentlich nur viel trinken, dann geht es besser. Und wenn es nach langer Zeit nicht besser wird, Aspirin abjagen, wenn das auch nicht hilft, zurück. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Bis morgen. Bald ist es soweit und wir haben unser Ziel erreicht. Grüezi und herzlich willkommen zu der Serie «Telezürich stürmt den Gipfel». Wir sind hier in unserem letzten Nachtlager in der Kiba-Hütte auf rund 4700 Meter angekommen. Die Luft wird immer dünner und die Temperaturen immer kühler. Dass es unter diesen Umständen nicht mehr so einfach ist, bergauf zu laufen, hat vor allem der Mister Schweiz Jan Bühlmann gemerkt. Ja, rechter Druck auf der Rübe. Aber alles der Reihe nach. Bevor sich Gruppen auf den Weg in die Kiba-Hütte macht, gibt es ein Camp unten dran in der Horombo-Hütte, einen Erholungstag, also genug Zeit für ein bisschen Körperpflege. Während sich der Jan im kalten Wasser quält,
ein anderer Teilnehmer sich seinen Fußnägel widmet, versuchen die Frauen, ihre ungewaschenen Haare zu bändigen. Darum binden wir jetzt alles hinten. Und Gott sei Dank schmücken wir alle gleich. Es fällt niemand auf. Und auch die Männer scheinen es nicht zu stören, im Gegenteil. Das ist normal, dass man da etwas schweißelt und dass man halt nicht weiss, wie frisch schmeckt. Das gehört auch dazu. Also das stört mich nicht. Es ist eher, ist jetzt vielleicht ein bisschen grusig gesagt, aber es ist eher ein Stück weit ein Reizpunkt. Einer, der nicht so eitel ist, der alltag muss duschen, wo einmal sagt, du, jetzt habe ich am 4 Tage nicht duschen, das ist halt so. Die Aufmerksamkeit von einem Meister kann man aber nicht nur mit einer schönen Frisur gewinnen, sondern auch mit einer mutigen Kletterpartie. Am nächsten Morgen, kurz vor dem Abmarsch, wird allen bewusst, wie gefährlich die nächsten Höhenmeter sein können. Ein junger Mann von einer anderen Gruppe kommt nur noch dank der Hilfe von mehreren Einheimischen zurück ins Basislager. Der Anblick gibt zwar ein mulmiges Gefühl, doch auf den Gipfel will niemand verzichten. Das merkt man jeden Höhenmeter, den man mehr macht. Dann noch, sicher jetzt bis 4,7 bis der heute, werden die einen wahrscheinlich noch nicht gross etwas merken. Aber danach, wenn man dann weitergeht von 4,7 auf bis, bis auf den Gipfel selber, danach auch, dann wird es einen Haufen gemerkt, dass es wirklich einfach mit den Haufen strenger wird. Nach 5 Stunden Laufen gibt es eine Pause. Eine gute Gelegenheit, um etwas essen und trinken. Nur an Bakterien töten. Hörst du mich? Spürst du dich? Ja, rechter Druck auf der Rübe. Aber Kopfweh, voll? Nein, es ist nicht wirklich Kopfweh, so nicht irgendwie. Es ist einfach so da, so drückt sich rein. Und jetzt habe ich schnell einen Liter runtergetrunken. Aber jetzt ist schon besser. Viel besser ist es dann aber gleich nicht geworden und darum hat Jan kurz darauf eine Schmerztablette nehmen. Ich finde es cool, dass wir es wirklich alle geschafft haben. Und, ich hoffe auf einen gelungenen Tag, sicher auf morgen. Ich empfehle einfach, den Kopf nicht flach runterlegen, also den Kreislauf nicht voll runterfahren. Einfach den Kopf etwas höher als der Rest, dass der Körper, dass das Ganze noch etwas mehr intakt ist, als auch wenn er aufsteht, dass er wieder besser zu fähig sind. Morgen bei TeleZürich stürmt der Gipfel, sehen Sie, wie André Reitbuch und Jan Bühlmann die letzten 1000 Höhenmeter bewältigen. Gerade als wir angefangen haben, aufzulaufen, habe ich eigentlich schon ein bisschen daran gedacht. Nicht, dass ich Welle aufgeben wollte, aber so irgendwie, was, wenn ich einfach nicht mehr kann. Für die letzten 1000 Höhenmeter muss die Gruppe mitten in der Nacht los. Schritt für Schritt laufen sie am Gipfel entgegen. Ich konnte kaum einen Schnuff wirklich jedes Steinchen. Da musste ich draufsteigen und dann musste ich Pause machen. Ich habe einfach keine Luft bekommen, es war unglaublich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und verabschiede mich bis morgen. Dann hoffentlich mit exklusiven Bildern vom rund 6000 Meter hohen Gipfel. TeleZürich hat den Gipfel gestürmt. Guten Abend und herzlich willkommen zu der Kilimanjaro-Serie. Natürlich nicht nur TeleZürich, sondern der André Reitbuch, Jan Bühlmann und ein Haufen andere von der Reisegruppe auch. Bevor es die letzten 1000 Höhenmeter von der Kibo-Hütte bis zum Gipfel geht, hat die Gruppe ein paar Stunden Zeit, um sich auszuruhen. Schließlich sind alle schon mehrere Stunden gewandert heute und darum werden die einfachsten Sachen zur Qual. Einerseits die Essigfüße, die ich gerade schmecken. Wow, das ist ja böse. Fiese Brise. Und andererseits, wo ich aufs WC und es ist mega weit weg. Im Vergleich zum Gipfelaufstieg ist der WC-Gang dann aber doch ein Katzensprung. Und damit man nicht so genau sieht, wie weit es tatsächlich ist, wird die Gruppe kurz vor Mitternacht für die letzte Etappe geweckt. Ich kann überhaupt nicht schlafen. Die ganze Nacht, aber ich fühle mich super. Und
dann geht's los. Schrittli für Schrittli läuft die Gruppe einem Gipfel entgegen. Gerade als wir angefangen haben, aufzulaufen, habe ich eigentlich schon ein bisschen daran gedacht. Nicht, dass ich Wellen aufgeben wollte, aber so irgendwie, was, wenn ich einfach nicht mehr kann. So weit kommt es nicht, aber die Höhe verträgt nicht jeden. Ja, ich denke, das erste Symptom, das jetzt passieren könnte, ist einfach, dass man irgendwie den Magen anfängt zu rumoren, dass die Übelkeit kommt und dass einfach die Anstrengung zu gross ist, dass man nachher muss erbrechen muss. Recht grindel wieder. Und mega müde. Die Augen haben wir immer zu. Und das ist ein bisschen schwindelig und relativ schwierig, so die Balance zu halten, wenn wir steilen haben. Ja, die Erfahrungen sind im Durchschnitt 60%, die einfach wirklich das ganze Jahr raufkommen. Aber ich hoffe, dass ich mehr raufbringen kann. Ich kann kaum mich schnaufen. Jedes Steinchen. Da musste ich draufsteigen und dann musste ich Pause machen. Ich habe keine Luft bekommen. Es war unglaublich. Aber Jan gibt nicht auf. Und nach 6 Stunden Wandern kommt er endlich beim ersten Ziel, beim Gilman's Point, an. Scheiße. Auf 5600 Meter ist auch Miss Water Jenny Pedrini angekommen. Oh, also der letzte Teil war echt anstrengend. Aber ich bin glücklich, dass ich es jetzt dann geschafft habe. Aber der glückliche Moment dauert nicht lang. Die Gruppe muss weiter. Ihr Ziel, der Uhuru Peak, ist nämlich noch 200 Höhenmeter und gut 1,5 Stunden weit entfernt. Ich bin auch so am Anschlag. Da habe ich einfach probiert, wirklich an nichts zu denken. Und es hat mich auch motiviert, dass andere einfach so locker raufgekommen sind. Und dann ist es gegangen. Und während der andere schon auf dem Gipfel ist und seine Mutter umarmt, kämpft Jan weiter. Nach 9 Stunden anstrengendem Drauflaufen kommt der Mr. Schweiz 2010 auf dem höchsten Punkt von Afrika an. Ich hätte es nicht gedacht, ganz ehrlich. Ich habe am Aufstieg immer darüber nachgedacht, hey, nein, wie lange geht es? Und du hast einfach nicht gesehen, das Ende nicht gesehen. Und ja, natürlich denke ich mir durch das Aufgeben, aber ich habe gedacht, so, nein, weiter. Und irgendwann ist es fertig gewesen. Morgen bei Tele Zürich stürmt der Gipfel, sehen Sie, wie André Reitbuch und Jan Bühlmann ihren Gipfelsieg feiern und wie der Abstieg wird. Nach einer kurzen Fotosession macht sich die Gruppe auf den Rückweg. Und André Reitbuch erzählt, was er auf dem Gipfel erlebt hat, wo die Tele Zürich-Kamera schon abgestellt war. Also rumgeknutscht habe ich nicht. Wenn dann so ein Freundschaftskuss mehr ist, glaube ich, nicht dahinter. Ein Freundschaftskuss? Ja. Teilst du aber? Nein, nur jemandem. Nicht gerade allen. Und was ist das für eine? Das spielt jetzt keine Rolle, das ist Privatsache. Mehr dazu morgen bei Tele Zürich stürmt der Gipfel. Bevor ich hier oben eingefriere, es ist gefühlt in minus 20 Grad. Und als Wegweiser enden wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und freue mich bis morgen. Grüezi und herzlich willkommen zum 5. und letzten Teil der Serie «Tele Zürich stürmt den Gipfel». Schön haben Sie eingestaltet. 6 Tage sind wir bergauf gewandert und nur 1,5 Tage haben wir gebraucht, um wieder hier unten im Basishotel anzukommen. Jetzt feiern wir unseren Gipfelsieg. Wie es dort oben war, vergessen wir nämlich nicht so schnell. Ich habe so Schlafmanko von der ganzen Woche. Ich hätte es nicht gedacht. Ich bin mega stolz. Mit dem anderen hier oben bist du. 24 von 30 Personen stürmen zusammen mit ihrem Reiseführer André Reitbuch den Gipfel. Und er stürmt nach einer kurzen Fotosession auch noch heimlich das Herz von einer Reiseteilnehmerin. Also rumgeknutscht habe ich nicht. Wenn dann so ein Freundschaftskuss mehr ist, glaube ich, nicht dahinter gewesen. Ein Freundschaftskuss? Ja. Das teilst du einmal? Nein, nur jemandem. Nicht gerade allen. Und was ist das für eine? Das spielt jetzt keine Rolle, das ist Privatsache. Das ist einfach von den Emotionen wahrscheinlich. Von ihr aus hat sich das gerade so ergeben. Und du bist dann, ich meine, du bist Bergführer für irgendwas, musst du ja. Ja, ich bin halt der Liebe sicher, ich bin sehr anpassungsfähig, oder? Ja. Die Gruppe jedenfalls muss nach einem kurzen Aufenthalt auf dem Gipfel wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Dass der so steil ist, haben die meisten nicht erwartet. Und so ist der Abstieg fast so ein grosser Kampf wie der Aufstieg.
Nach weiteren 5 Stunden Wandern kommt die Gruppe bei ihrem Nachtlager der Horombo heute an. Endlich hat sie ein bisschen Zeit, um sich auszuruhen, und während der andere schon wieder am Jassen ist, denkt Jan noch einmal zurück an die letzte Nacht. So ein herrliches Bild war, wenn wir alle völlig beduselt, benebelt dort oben rumgetorkelt sind. Das bleibt dann ewig, die Bilder. Von der Horombo-Hütte geht es am nächsten Morgen zurück ins Basislager. Und obwohl alle noch erschöpft sind vom Aufstieg, ist man dort einiges schneller unterwegs. Am Obenlaufen kommt man einfach, da kommt man sich cool und vor allem die Höhe, ja, man kommt wieder weiter oben und die Luft wird automatisch mehr. Und darum verbessert sich alles. Und man sollte auch die Beine ein bisschen cool, also man kann wirklich alles locker schauen. Und darum läuft man automatisch schneller, sicher doppelt so schnell. Ich habe einen Höllentrip gefunden, dort oben. Aber nachher bin ich wirklich ins Paradies gekommen. Es war wunderschön. Und auch für den Reiseführer André gibt es nur lobende Worte. Ich würde definitiv wieder mit ihm. Er ist die ganze Zeit locker drauf. Cool, easy, hat die Leute im Auge. Und er mag gut. Es war eine sehr gute Gruppe. Sie haben alle aufeinander geschaut. Es war auch eine sehr durchzogene Gruppe. Also wirklich von A bis Z Leute dabei. Und ich glaube, schlussendlich hat es sehr gut harmoniert. Sicher auch dank der vielen Einheimischen, die alles möglich gemacht haben. Und nach einem letzten Gruppenfoto gibt es für die Gipfelstürmer noch einen ganz speziellen Kilimanjaro-Abschied. Danke, dass Sie mit uns den Gipfel gestürmt haben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und ein gutes Wochenende.